einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Ich bin auch wieder da, live on stage, heute wieder aus Ludwigshafen am Rhein aus der schönen Pfalz. Mein heutiges Thema dreht sich wieder um Depressionen, unter anderem um die rezidivierende depressive Störung mit Angstzuständen. Viele Nachrichten haben mich in letzter Zeit erreicht und ich dachte mal, ich muss von diesem Thema mal was erzählen. Ja, eine rezidivierende depressive Störung ist eine wiederkehrende Art der Depression, die man mit Tabletten eindämmen kann, aber nicht heilen, weil die Episoden, die Schübe kommen einfach trotz Tabletten. Und viele meinen, naja, das ist Burnout, das ist heilbar. Nein, das ist eben nicht heilbar, weil diese Art von Depression ist leider nicht heilbar. Viele können dadurch auch nicht mehr richtig arbeiten. Ja? Und das ist eine sogenannte Behinderung. Ja? Viele haben das seit Geburt an. Ja? Sie kann auch vererbt werden. Da sind sich die Ärzte nicht ganz einig, aber viele Ärzte sagen schon, depressiv sein kann auch Vererbung sein. Ja? Also ist das auch eine Art der Behinderung. Ja? Das ist eine Art der Behinderung und die Menschen können meistens, wenn sie das haben, irgendwann nur auf die Zähne beißen, irgendwann geht das nicht mehr, irgendwann kann man damit nicht mehr arbeiten und dann, ja, man hat viele junge Leute, die das dann bekommen, weil es kommen nicht bloß Ältere, sondern auch viele junge Leute stehen dann davor, oh, ich habe zu wenig eingezahlt, eine Erwerbsminderungsrente bekommen sie nicht, was bleibt dann übrig? Die Grundsicherung. Ja, die Grundsicherung hat aber den gleichen Stand wie Hartz IV. Das einzige Positive daran ist, dass Menschen, die noch einen Behindertengrad G im Ausweis haben, die bekommen dann 17% vom Regelsatz. Ja, sind auch fast 70 Euro dann so im Dreh, aber ist ja auch nicht das Geld vom Ei. Ich finde, dass da die oberen Politiker da oben vielleicht da auch einen Mehrbedarf für Menschen mit einer seelischen Erkrankung machen müssten. Oder, meine Meinung, dieses sogenannte bedingungslose Grundeinkommen, ja, muss man ja nicht jedem zahlen dann vielleicht, aber für Menschen, die eine seelische Erkrankung haben, die wegen Behinderung nicht mehr arbeitsfähig sind, ja, natürlich muss dieses bedingungslose Grundeinkommen dann ein bisschen mehr als Hartz IV sein. Das ist meine Meinung. Ich finde, da müsste man manchmal auch überlegen, ja. Und nur Grundsicherung zu beziehen, ist für viele Betroffenen ja auch so nicht so einfach natürlich, ja. Und von der Gesellschaft oder von Freunden, Familien, Bekannten, vom Ehrenamt heißt es, was, du bist krank? Du siehst ja gar nicht krank aus, ja. Sehr, sehr scherzhaft, muss ich sagen, weil man sieht ja nicht jede Krankheit. Man sieht ja auch einen Krebskranken oder einen, der AIDS hat, ja nicht an, dass er diese Krankheit hat. Das sieht man im Gesicht nicht. Bei bestimmten Leuten sieht man das schon, dass sie ein bisschen traurig aussehen, aber nicht immer. Man kann hier nicht reinschauen, ja. Man kann hier einfach nicht reinschauen. Und ja, das ist nicht so einfach. Und dann muss man sich halt auch von diesen Menschen trennen. Wer diese Krankheit vom Umfeld überhaupt nicht akzeptiert, dann muss man sich von diesen Menschen, die man dachte, es wären die Freunde, ja, muss man sich halt trennen, wa? Weil, ja, und, ach, du warst in der, da kommt dann manchmal ein Ding, du warst in der Klinik, warum hast du nichts gesagt? Ja, welcher Betroffene sagt das denn immer gleich? Ja, niemand. Niemand sagt das gleich. Und ich finde, dass dieses Thema mehr in die breite Öffentlichkeit müsste. Seelische Erkrankungen, ja. Depression ist nicht gleich Burnout. Ja, das sind zwei verschiedene Schuhe. Und ich hoffe, ich konnte euch das Thema heute nachbringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche zu meinem nächsten Video. Es gibt nächste Woche nämlich zwei Videos. Sogar ein Special nächstes Wochenende. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.